Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Zaubertin und heute machen wir etwas auf, worauf ich schon seit Beginn der Challenge freue, und das ist Invasion of Chaos. Die Frage ist halt, wie viele Chaosmonster können wir bekommen, um unsere Gegner appieren, komplett zu vernichten, und ich würde sagen, das gucken wir uns doch direkt einmal an. Fangen wir doch mit dem ersten Pack hier an, Pinch Hopper, Egon Gnave, Big Koala, huhu, Gigantes. Gute Karte. Dann haben wir den Sacred Crane, den Art Transplant, Ryugoki, Bazooka Samurai, schade, aber schon mal ein Rare. Und einmal Don Turtle. Gucken wir uns das nächste Pack mal an. Und hier gucken wir mal rein. Sylphid, Yellow Luster Shield, Stealth Bird. Stealth Bird ist eine gute Karte. Fine Sand Mirror, Thunder Clash. Da war jetzt nichts wirklich dabei. Manju ist hier drin, interessant. Dark Triceratops. Grandora, auch ein Beatstick auf jeden Fall. Stumbling ist auch eine interessante Karte. Aber ich will die Chaosmonster. Wer will die Chaosmonster denn nicht haben? Wir Smashing Ground. Ich habe ein Removal. Yay! Soul Tiger ist ein guter Beatstick. Hammerhead ist auch interessant. Haben wir hier Death Kangaroo. Chain Disappearance ist auch eine interessante Karte. Zero Gravity, Salvage, DD Borderline. Yep. Primal Seed haben wir schon mal. Für ein paar Loops. Curse of the Forbidden Spell könnte auch interessant werden. Und Robin Zombie auch nicht schlecht. Zweiter Smashing Ground, Mad Dog of Darkness, Dark Triceratops, ja, Fenrir. Jetzt nur Garbage, Freed, Compulse. Compulse ist hier drin, stimmt. Und ein zweiter Stealth Bird und Giga Gaga Gigo. Mhm. Cursed Seal, Neobug ist auch nicht schlecht, Lord Poison, na ja, okay. Matatza ist auch keine schlechte Karte. Dark Triceratops haben wir jetzt einige von, jetzt reicht so langsam. Yes, da ist der erste Chaos Sorcerer. Jetzt haben wir zwar nur einen, aber das ist zumindest schon mal einer mehr, den wir vorher hatten. Und ein zweites Kompuls, das macht es richtig strong. Damit können wir nämlich die Karten wieder bouncen. Das ist ziemlich gut. Und das dritte Smashing Ground und das dritte Cursed Seal of the Forbidden könnte interessant werden. Sasuke Samurai 3, Gren Maju. Schon mal für den Designs, den wir kriegen werden. Terror King Salmon, Grandora, Chain Disappearance, das vierte Smashing Ground. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ojamas waren ja auch drin interessant. Yes, Mann! Wir können die Combo spielen mit Yate Garasu und den Way of the End. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir können auf jeden Fall die nächsten Runden gewinnen. Bis zur nächsten Banlist. Oh mein Gott. Den Chaos Emperor Dragon. Oh mein Gott. Let's go. Das ist eigentlich scheißegal, was wir bekommen. Wir haben einen Chaos Sorcerer, wir haben einen Chaos Emperor Dragon. Das reicht erstmal. Und anscheinend kriegen wir auch nichts mehr. Aber das ist auf jeden Fall schon mal richtig insane. Blazing Apache. Der zweite Chaos Sorcerer. Yes, Mann. Yes, yes, yes. Chaos Forever. Trail Lamps auch nicht bad. Hero Merges, okay Karte. Drei Chaos Sorcerer. Oh mein Gott. Wir haben drei Chaos Sorcerer und einen Emperor Dragon. Zwei Packs left. Das dritte Kompuls. Yes, wir haben richtig abgeräumt hier. Und das letzte Pack, das machen wir jetzt einmal zusammen auf hier. Hammerhead, Yellow Luster Shield, Death Kangaroo, Multiplication of Ants, Terror King Salmon, Chopman, The Desperate Outlaw, Self-Destruct Button. Oh mein Gott, wir können hier ein paar cheesy Sachen machen. Und Chain Disappearance als Rare. Und was ist hier? DD Designator. Oh, das war eine super Rare, ne? Ja. Das war ein interessantes Opening. Das Deck seht ihr auf jeden Fall nächste Woche, wenn wir gegen Dual Core spielen. Und ich habe das Gefühl, das wird für Dual Core sehr interessant auf jeden Fall. Ne? Wir gucken mal, was wir haben. Wir haben nicht so viele Lichtmonster. Ich werde ein bisschen rumgucken, dass wir ein paar Lichtmonster spielen und wir auf jeden Fall ein paar Chaos-Karten sehen werden im nächsten Duell. Das war's fürs Opening. Insane. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao, Leute. Ich sag's dir mal.